Wer sich so ein bisschen auskennt und hört dann das Wort Forst oder Wald, für Rheinhessen eigentlich alles andere, nur nichts Typisches. Wir liegen bei einem Bewaldungsprozent von irgendwo um die 5 bei uns im Forstamtsbereich. Aber diese kleinen Waldflächen haben halt gerade für die Bevölkerung und für die meistens Naherholung der Menschen eine ganz, ganz, ganz entscheidende Bedeutung. Das geht damit schon los, dass wir hier in den zwei Waldgebieten direkt um Mainz, nämlich im Lennebergwald, von ungefähr bei 700, 750 Hektar Waldfläche von ungefähr 1 Million Waldbesucher im Jahr reden. Und hier im Oberolmer Wald von zurzeit noch 350 Hektar von rund 250.000 bis 300.000 Waldbesucher reden. Damit merkt man, das sind mit die am meisten, also in Rheinland-Pfalz sowieso, mit am meisten besuchten Wälder. Für was nutzen die Menschen den Wald? Es ist tatsächlich die Naherholung. Es ist nicht der Wanderer, der fährt in den Pfälzer Wald oder in den Hunsrück oder sonst wohin, sondern die, die halt wirklich so tagsüber joggen, Fahrrad fahren, oder aber halt in den Abendstunden, und ich denke, jeder von Ihnen war schon mal hier gewesen und sieht es ja dann auch, so ab 4 Uhr geht es dann richtig nochmal mit der Joggertour los, aber auch tagsüber sind ständig Waldbesucher unterwegs. Das ist der eine Aspekt, den diese kleinen Wälder hier in Rheinhessen erfüllen. Der zweite ist ein ganz wichtiger ebenfalls, das ist der Aspekt des Naturschutzes. In vielen Fällen sind die kleinen Waldgebiete, auch die kleinen Klauer, denken Sie zum Beispiel an Lohwald Niederolm oder Lerzweilerer Wäldche oder auch am Rhein entlang der Stadtwald Oppenheim oder Jugendheimer Klauer. Es gibt also mehrere, das ist jetzt nur was Revier Oberolm betrifft, oder gar Algesheimer Kopf, Ockenheim, Jakobsberg. Gibt eine ganze Menge so kleinerer Waldbereiche zwischen 1 und 20 Hektar, die sich halt hier in Rheinhessen verteilen, neben den großen landwirtschaftlichen Flächen. Die stellen halt in vielen Fällen oder eigentlich generell auch Rückzugsräume für die ganze Tierwelt, aber auch für die Pflanzenwelt hier in unserer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Gegend dar. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass schon vor vielen Jahren der Lennebergwald als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden ist. Und seit Januar diesen Jahres ist auch der Oberolmer Wald zusammen mit den Wiesen am Leienhof, dieses ehemalige Militärflugplatzgelände, zusammen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Wen das mal näher interessiert, hier drüben hängt die Naturschutzgebietsverordnung und auch eine entsprechende Karte dazu. Ist sicherlich auch mal interessant, darüber zu lesen, wie sich das tatsächlich dann in Praxis darstellt, warum man so etwas macht. Es hat natürlich ganz wichtige Auswirkungen auf die Sicherung des Gebietes. Ansprüche, die Gottlob jetzt so die letzten Jahre auch schon lange nicht mehr gekommen sind, in den Wald rein zum Beispiel zu bauen. Nur mal das als Beispiel. Noch in den 60er Jahren wurde zum Beispiel der Stadtteil Mainz-Lerchenberg in einem Großteil Wald begründet. Dazu wurde der Wald gerodet. Das sind heute Dinge, die man sich sicherlich unter heutigen Bedingungen so nicht mehr vorstellen kann. Ja. Damals war halt einfach auch der Gesichtspunkt Wald viel weniger für die Menschen von Bedeutung, wie das heute ist. Heute ist der Stellenwert ganz anders, wenn es nur um Kleinigkeiten geht, eine Straße nur in der Kurve irgendwie zu erweitern, und dann gibt es sofort entsprechende Auflagen, so wie das zum Beispiel vor ein paar Jahren war, wo unter am Dreiser Eck die Straße, die Kurve da ein bisschen begradigt wurde. Da ist eine knappe 3/4 Hektar Wald musste da weichen. Dafür musste sofort ein Waldausgleich geschaffen werden, der jetzt auch am Waldrand
in der Gemarkung Essenheim direkt am Waldrand entstanden ist. Da gibt es viele Details noch drüber zu erzählen, können wir unterwegs sicherlich das ein oder andere noch ansprechen. Als erstes möchte ich einfach mal auf so ein bisschen auf die nähere Geschichte zurückgehen. Sie wissen, dass der Oberolmer Wald bis Anfang der 90er Jahre noch intensiv militärisch genutzt worden ist. Das heißt also, wir hatten hier einmal einen Standortübungsplatz für alle Militäreinheiten, egal ob Ami, da waren auch Deutsche und Franzosen, aber hauptsächlich waren es die Ami, die halt hier im Wald geübt haben. Nicht in Form eines Truppenübungsplatzes, wo also auch scharf geschossen worden ist, sondern als Standortübungsplatz. Die haben die Kaserne in Mainz und Wiesbaden leer gemacht und sind halt hier eingefallen. Der eine oder andere weiß das vielleicht noch, wo sie dann mit Panzer und Fahrzeuge hier in den Wald eingefallen sind und in jeder Ecke gestanden haben und halt geübt haben, mit Platzpatrone geschossen haben, die Wege verfahren haben. Das war Standard gewesen. Das war das eine. Und das zweite war halt, dass in zwei größeren Bereichen der Wald eingezäunt war. Das war einmal, wo wir jetzt als erstes auch durchlaufen werden, diese ehemalige Neig-Raketenstellung. Und das zweite war, das waren rund 15 Hektar. Und das zweite war ein Munitionslager direkt anschließend an den Flugplatz, Militärflugplatz Leinhof. Das war eine Fläche von rund 85 Hektar. Und da innen drin waren nochmal drei Flächen separat mit insgesamt 27 Bunker eingezäunt gewesen, wo halt hauptsächlich Munition gelagert war, vorwiegend wohl für den Bereich der einmal der Neigstellung und auch für die Einheiten, die halt hier im Mainzer Raum waren, Unhalteflugplatz. Ja. Da waren ja Militärhubschrauber vorwiegend konzentriert und stationiert. Und da war halt dieses direkt nebendran liegende Munitionslager aus militärischer Sicht sicherlich von großer Bedeutung und wurde entsprechend auch genutzt. Das hat sich alles mit der Ost-West-Entspannung Anfang der 90er Jahre ja schlagartig geändert. Da sind auch wir hier drunter gefallen. Die Amerikaner haben also das Munitionslager wie auch die Raketenabschussbasis verlassen. Und haben auch dann im Laufe der Jahre wurde das immer weniger, weil halt auch die ganzen anderen Standorte aufgelöst worden sind. Im Prinzip dann auch den Standortübungsplatz aufgegeben Mitte der 90er Jahre. Heute, was ist davon noch, gerade was jetzt den Standortübungsplatz betrifft, noch übrig? Wer hier im Wald schon war, der weiß, am Waldrand ist ja die Fläche von dem Flugplatzgelände ist ja eingezäunt und da ist nochmal separat ein Teil rausgezäunt mit so Übungshäusern, wo halt Häuserkampf und so Sache geübt werden. Das machen die Amerikaner, aber das nutzen auch zum Beispiel die Polizei. Da sieht man also immer wieder, da kommen sie als nochmal hin. Sind wie gesagt nur noch sehr wenige. Und im Sonstige ist aber von Militär jetzt hier in den Liegenschaften Oberolmer Wald, Leinhof, Flugplatzgelände nichts mehr zu sehen. Das Einzige, was wir halt sonst noch haben, ist hinten raus diese Standortschießanlage, die halt noch vom Militär und auch von Polizei und andere genutzt wird. In den 90er Jahren wurde dann dieses Konversionsmodellprojekt, also das war ja ein landesweites Thema damals, das waren weit über 10.000 Hektar mit Hunderten von Liegenschaften, die ja schlagartig innerhalb weniger Jahre zurückgegeben worden sind an das Land und an den Bund. Keiner wusste ja erstmal, was macht man überhaupt mit diesen Riesenflächen. Da war ja im Endeffekt keiner so drauf vorbereitet. Und da in der Zeit wurden also mehrere Modellprojekte aufgerufen. Und eins davon war hier im Oberolmer Wald, ein sogenanntes ökologisches Modellprojekt. Das heißt also, nachdem Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, die Planungsträger das alles abgenickt hatten
und damit einverstanden waren, dass halt hier keine gewerbliche Folgenutzung, das hätte man sich ja auch vorstellen können, stattfindet, sondern dass halt die oberste Prämisse gilt, Naherholung, Waldbau, waldwirtschaftliche Bewirtschaftung und halt Naturschutz. Und unter dieser Prämisse wurde dann hier angefangen, alle militärischen Einrichtungen im Prinzip abzureißen. Das ist auch tatsächlich draußen dann erfolgt. So bis ungefähr 2000 sind alle Bunker, alle Gebäude, alle Zäune, das waren also fast 20 Kilometer Zäune, nur mal um so ein paar Schlagworte, ein paar Zahlen zu nennen. Über 5 Hektar versiegelte Flächen wurden entsiegelt. Es wurden über 100 Gebäude von der kleinsten Garage bis zum Generatorgebäude, Wachgebäude, Wachtürme, das wurde also alles beseitigt. Lichtanlagen, also es war eine Unmenge Zeug, was dann aufgetreten ist. Teilweise waren natürlich auch Kontaminationen da, größere, wo mal Heizöl ausgelaufen war in der Raketenabschussbasis. Teilweise an den Generatorgebäuden, wo also alles verdreckt war. Das wurde also alles beseitigt. Die große Heizölkontamination, die liegt heute noch in 10, 15 Meter Tiefe, ist aber so entsprechend untersucht, dass man genau weiß, die liegt quasi in sowieso einer Art Wanne drin. Und da wird gelegentlich immer wieder mal kontrolliert, also da bewegt sich nichts. Das wird halt im Laufe der Zeit wohl auch der Boden wieder, ich nenne es mal einfach jetzt, auffressen und wird sich wohl so auf Dauer jetzt erledigen. Das heißt also, wir haben nichts mehr, weder an Munitionsresten oder so irgendwas oder an irgendwelchen Kontaminationen, die bekannt sind. Ja, und dann hat man gesagt, okay, wir machen ein Konzept, weil man es war ja offensichtlich, dass in dem Moment, wo der Wald halt diese noch gezäunten 100 Hektar dann auch geöffnet werden und dann 350 Hektar im Prinzip der Bevölkerung zur Verfügung stehen, dass natürlich der Druck in den Wald, damals hat man von 30.000, 50.000 Waldbesucher geredet, dass der natürlich ganz deutlich zunehmen wird. Und dann hat man halt entsprechend Wegekonzepte und Naturschutzkonzept, Pflegekonzepte für die Offenlandbereiche entwickelt. Und das wird im Prinzip jetzt schon so um die 20 Jahre auch draußen tatsächlich, sag mal, gelebt.